Der Parabelritter hat ein Video zu Kanye West gemacht. Oder Alpha Kevin. Nee, Alpha Kevin finde ich besser. Das, was ich euch jetzt zeige, ist das Krasseste. In diesem Buch steht genau drin, wie du die aktuelle Zeit überlebst, wie du den aktuellen, wie du dich vor der Inflation schütten kannst. Geld. Was steht da? Freiheit und Glück. Schützen kannst, wie du mehrere Einkommensquellen aufbaust, wie du übers Internet Geld verdienst. Das steht alles hier drin. Und ich habe das Buch lange Zeit verkauft. Wir haben über 250.000 Stück sind schon verkauft. Du Kecko, wie kann man so dumme Sachen sagen? Uns gegenüber ist das so respektlos. Das, meine Freunde, ist Gunnar Kessler. Zu diesem Money Mentor, wie er sich selbst bezeichnet, hatte ich schon 2021 ein Video gemacht. Und warum? Weil er meiner Meinung nach zu oft im Paulanergarten saß. Grund für mein damaliges Video war seine Werbung, die er ständig auf YouTube laufen ließ. Man noch nie gesehen, so eine Werbung? Kam halt wirklich nicht drum herum, diesen Typen zu meiden, weshalb auch seine Videos teilweise 10 Millionen Aufrufe erreichten. Das hat aber halt jetzt nicht deshalb geklappt, weil seine Persönlichkeit so unfassbar cool ist. Falsch gedacht, diese Videos haben Millionen von Aufrufe, weil sie einfach als Werbung geschalten werden. Fangen wir aber erst einmal mit Gunnar an. Wer ist das eigentlich und weshalb weiß ich über seine Existenz Bescheid? Gunnar Kessler ist 44 Jahre alt, kommt ebenfalls aus Sachsen und zwar aus der Landeshauptstadt Dresden. Er selbst möchte Menschen dazu bewegen. Die drei Schritte zu Reichtum, Freiheit und Glück. Der Money Mentor. Ja, also wenn jemand in seinem Sportwagen sitzt, eine Banderole eingeblendet ist mit als Hörbuch verfügbar und ein Geldbuch verkauft, dann weißt du meistens, dass es nur darum geht, dass er sich selbst bereichert, weil er anderen Leuten den Wunsch verkaufen kann, dass sie selbst reich werden. Das ist Hoax. Gegen finanzielle Freiheit zu erlangen und er schreibt auf seiner Webseite über sich selbst: Gunnar, Money Mentor, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen eine echte, intelligente, finanzielle Bildung zu ermöglichen. Er glaubt daran, dass du es verdient hast, frei und glücklich zu leben. Deshalb begleitet er dich dabei, erst zu verstehen, was Geld wirklich ist und wie es funktioniert, um dann so viel davon zu bekommen, wie du willst. Ah. Boah, geiler Typ, Gunnar muss ja ein richtiger Pfeifert sein. Und wenn man dann mal so schaut, was er schon alles getan hat, dann merkt man, dass er sich immer wieder damit pusht, dass er schon bei Galileo war oder dass schon der Fokus über ihn geschrieben hat und dass er auch weitere Artikel gewidmet bekam. Ich war damit auch schon bei ProSieben, bei Galileo und selbst im Handelsblatt und der Focus Money hat über mich berichtet. Nun, sicherlich kennst du mich schon aus dem Fernsehen bei Die Wahrheit über Geld. Du kennst mich vielleicht aus dem Focus Money als der Money Mentor. Nein. Also ich kenne dich wirklich nur durch diese ganzen penetranten Werbungen auf YouTube. Aber sei es drum, ich gönne dir natürlich die Aufmerksamkeit von Galileo, vom Focus und so weiter. Doch keine Sorge, Jumbo hat seine Schnitzel trotzdem alle für sich allein verdrückt. Dieses Schnitzel hat mich in die Schranken gewiesen. Martin, danke für 10er. Schau dir bitte das Parabelritter wieder an. Meinst du das Kanye West Video, Martin? Ich guck mal danach, wie viel Zeit noch ist. Ist das lustig? Kommen wir jetzt aber mal zur Werbung, die mir knapp seit einem Jahr Stück für Stück auf die Eier geht. Dort beginnt er nämlich folgendermaßen. Überall steigende Preise, steigende Benzinpreise, steigende Strompreise. Alles wird teurer und die Menschen fragen sich, wie soll ich das in Zukunft machen? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann dir eins sagen, die Inflation läuft, es wird schlimmer. Mach die Augen auf, du siehst, was los ist. Du siehst, wie es teurer wird und du weißt, dass du etwas tun musst. Aber das, was du tun musst, ist doch nicht dein Buch kaufen, Alter. Du weißt nur nicht, was du tun sollst. Weißt du, das Schlimmste an diesen Leuten ist ja, also das mit Abstand Schlimmste an diesen Leuten ist, dass sie sich zu einer Zeit positionieren, besonders positionieren, wo sie versuchen, mit Angst nochmal schön in die eigene Tasche zu wirtschaften, Alter. Und das ist so, come on, Mann. Hä? Was soll das? Warum denn mit Angst? Warum denn der Angst, die Leute haben, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt und die Ungewissheit ausnutzen, um sich selbst zu bereichern. Das ist so lame, Mann. So ganz nach dem Motto, Krise kann auch geil sein. Ja, also, ihr habt ja gerade alle nichts anderes zu tun, außer darüber nachzudenken, wie eure nächsten Jahre sein werden. Also kauft doch mein Buch, da werdet ihr geholfen. Es ist so, das ist so traurig eigentlich. Ich kann dir eins sagen, das Einzige, was in der Inflation hilft, ist mehr verdienen. Du musst mehr Geld einnehmen. Und so wird das in dem Buch auch stehen. Ich sag's, wie es ist. Du musst einfach nur Geld verdienen. Einfach mehr Geld verdienen. Einfach einen besseren Job annehmen. Mit mehr Gehalt. Simple, oder? Klingt jetzt einfach. Ist es auch. Warum machst du es nicht? Warte mal, das erinnert mich an Fire Gordon. In diesem Video zeige ich dir, wie du... Gott. Du nie mehr wieder müde sein wirst. Tipp Nummer 1, gönn schlaf dir genug Schlaf. Genug Schlaf. Das Einzige, was in der... Fire God!
Oh, den habe ich auch, den Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Den Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Inflation hilft. Ist mehr verdienen. Du musst mehr Geld einnehmen. Also laut Gunnars Tipps als Money-Mentor solltest du in der Inflation einfach mehr Geld verdienen. Also danke für den Tipp. Das hat hier wirklich jedem geholfen. Ich denke, niemand wusste Bescheid, dass man mehr Geld verdienen sollte in der Inflation. Der Gedankenfehler, den die meisten haben, ist, ich habe einen Job und das ist meine Einkommensquelle. Ich sag dir eins, wer nur eine Einkommensquelle hat und die auch noch von dem Job abhängig ist, der wird in den nächsten Monaten richtig schön auf die Nase bekommen. Ja, wundervoll. Und jetzt vertreibe bitte nochmal dein Multilevel-Marketing, das die Leute als Hobby aussuchen müssen, wo sie dein Buch an andere Leute verkaufen und dir 50% von den Einnahmen geben oder was? Was soll denn das? Denn eine Einkommensquelle, ein Einkommen in einem Job wird nicht mehr reichen, um normale Lebenskosten decken zu können. Und wer sich dann noch einen Zweitjob sucht, der macht ja den gleichen Fehler nochmal. Sind wir wieder da, Chat? Wir sind wieder da? Hallo? Hallo? Da sind wir wieder. Aha! Also, eine Einkommensquelle wird für Gunnar nicht reichen. Aber eine zweite Einkommensquelle durch ein zweites Standbein zu bekommen, das ist auch nicht richtig. Wie kann man so dumm sein? Oh, ich liebe es. Doch Gunnar weiß natürlich genau, worauf es ankommt. Und zwar um Zeit. Denn Zeit bedeutet Geld. Es ist absolut wichtig und nötig, dass du mehrere Einkommensquellen hast. Mehrere Einkommensquellen, die unabhängig sind von deiner Zeit. Okay. Ja, und wie macht man das? Indem man ein Buch schreibt, einmal einen Spot aufnimmt, um den zu vermarkten und den überall immer wieder anzeigt, weil das muss man nicht mehr machen, um seine eigene Zeit aufzuwenden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll denn das gehen? Was ist das denn? Habe ich nie was gehört. Da bieten viele Leute im Internet was an und das ist alles Blödsinn. Und ja, die meisten, die dir da irgendwas anbieten, das ist absoluter Blödsinn. Absolut richtig. Die versuchen dir irgendwas zu verkaufen. Die versuchen, dein Geld zu bekommen. Die wollen nur dein Bestes. Die wollen deine Kohle. Ja, aber Gott sei Dank ist Gunnar so ein Ehrenmann und der allererste Money-Mentor, der das wirklich nur aus Liebe zum Menschen macht. Gunnar, ich will ein Kind von dir. Du bist unfassbar gütig. Machen wir es jetzt aber wie Mustangfahrer und fahren fort. Fall da nicht drauf rein. Das ist Humbug. Aber was sollst du dann machen? Nun, sicherlich kennst du mich schon aus dem Fernsehen. Und in den Interviews werde ich immer wieder gefragt nach einem Fahrplan, nach einem Schritteplan. Was können wir machen? Was können wir tun, um jetzt aus den aktuellen Situationen, wie können wir da am besten überleben. Und ich sag dir nochmal, du musst dein Geld sichern, das du hast, und du musst viel, viel mehr einnehmen, damit du höhere Einkommen hast aus verschiedenen Quellen, weil die Preise werden immer weiter steigen. Sein IQ erreicht einen unglaublichen Wert von 160. Somit ist er auf Augenhöhe mit Albert Einstein. Also nicht vergessen, je mehr du ausgibst, desto mehr musst du einnehmen. Also sowas lernt man wirklich nur an der Elite-Uni von Gunnar höchstpersönlich. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Geld in 3 Schritten zu Freiheit, Glück und Vermögen. Lange Story kurz, in diesem Buch steht genau drin, wie du die aktuelle Zeit überlebst, wie du dich vor der Inflation schützen kannst, wie du mehrere Einkommensquellen aufbaust, wie du übers Internet Geld verdienst. Warum gibt's das? Das steht alles hier drin. Und ich habe das Buch lange Zeit verkauft. Wir haben über 250.000 Stück sind schon verkauft durch die Fernsehauftritte und so weiter. Ging es relativ schnell. Und jetzt habe ich mich entschieden, dieses Buch zu verschenken. Was? Verschenken? Er verschenkt das vor Aldi. An Menschen, die einfach wissen wollen, wie sie die aktuelle Zeit meistern. Bruder, der hat so viele Bücher verkauft, dass da noch so viele Bücher übrig waren, die er nicht losgeworden ist, die er jetzt verschenken kann. Geil! Wie sie in Zukunft besser leben können, wie sie die Probleme, die Herausforderungen, die in Zukunft vor uns stehen, wie sie die meistern können, wie sie sich darauf vorbereiten können, das steht hier drin. Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist ja geil. Über 250.000 verkauft und jetzt noch trotzdem super viel übrig, um das zu verschenken. Digga. Okay, also ich habe mir jetzt einfach mal die Bewertungen von diesem Buch angeschaut. Und die meisten schreiben, dass es einfach nur ein Buch ist, was einen so ein bisschen wachrütteln soll. Es sollen aber wirklich kaum innovative Tipps drinstehen, die wirklich ins Detail aufzeigen, wie man damit... Der Autor gibt leider nicht preis, wie man denn nun wirklich anstellt, im Internet Millionär zu werden. Zitat: Liefere anderen Menschen großen Wert und mache dabei Profit. Hä? Ich schreibe jetzt kein Buch, welches in den Buchhandel stelle und hoffe, dass es irgendwer kauft, sondern ich verpacke die Lösung des Problems als Videokurs, E-Book, Audiokurs oder wie auch immer. Anschließend stelle ich das Angebot ins Internet und sorge dafür, dass Menschen, die das Problem XY haben, es auch finden. Dazu beschreibe ich das Angebot so verlockend, dass es der Kunde auch erkennt, dass ich hier eine Lösung für sein Problem habe. Hä? Was? Das ist doch kein Tipp!
Einer hatte noch dazu geschrieben, dass Gunnar zwar verrät, was man so machen kann, aber es scheint null konkret zu werden und demnach gibt es keine Tipps für Details, um Millionen zu verdienen, so wie es Gunnar uns versprochen hatte. Ist schon schade, wenn er eigentlich dafür wirbt, dass jeder es schaffen kann, Millionen zu verdienen. Vielleicht sollte sich ApoRed einfach mal so einen Kurs gönnen. Dann ist auf jeden Fall wieder raus aus der Insolvenz. Außerdem hatte ich sogar letztes Jahr herausgefunden, dass Freunde, die privat mit ihm auf Facebook befreundet sind, positive Rezensionen zu ihm abgaben. Und das vermutlich ohne das Buch je gelesen zu haben. Und ich habe dann auch mal nachgeschaut, wer hat denn eigentlich so die ganzen positiven Rezensionen abgegeben. Und darunter schrieb zum Beispiel ein gewisser Moritz D. Punkt, dass das Buch ja wirklich sehr empfehlenswert ist. Lustigerweise ist genau dieser Moritz D. Punkt mit dem privaten Profil von Gunnar Kessler befreundet. Außerdem schrieb auch noch ein Sebastian S. folgende Rezension. Wertvoller Content mit echtem Mehrwert für mein Unternehmen. Ich war zu Beginn sehr skeptisch, da ich bisher nicht so gute Erfahrungen in der Nische gemacht habe. Aber bei Gunnar ist man in besten Händen und erhält in kurzer Zeit echt geniale Ergebnisse. Danke dafür. Bizeps-Emoji. Auch hierbei ist es sehr lustig, ja, dass genau dieser Sebastian S. Punkt mit Gunnars privatem Account befreundet ist auf Facebook. Außerdem erkennt man auch unter anderem unter diesen Bewertungen, dass auch offenkundig darüber gesprochen wurde, dass sie... Kenne Gunnar seit 10 Jahren! ...die Leute halt auch teilweise Gunnar privat kennen und dementsprechend positive Rezensionen abgeben. Er hatte jedenfalls nach den ganzen positiven Rezensionen, die unter anderem Freunde geschrieben haben, direkt unzählige 1-Sterne-Bewertungen, was mich wirklich schwer erschütterte. Weil wie kann man schließlich einen Money-Mentor, der so barmherzig ist und sogar sein Buch kostenlos verkauft, eine so schlechte Bewertung abgeben. Also an was das jetzt lag, kann man sich absolut nicht erklären. Und ja, dann ist das Buch schon auf dem Weg zu dir. Da steht alles drin. Das ist das, was du brauchst in Zukunft. Und was ist der Haken? Also warum verschenkt... Was willst du die Daten haben oder was? Du kannst auch sagen, will ich nicht, ist brauche ich nicht, komm schon irgendwie klar, ich überlebe irgendwie. Völlig okay für mich. Ich habe nichts davon, wenn du dir das Buch bestellst. Ganz im Gegenteil, mich kostet das Geld, das Buch zu drucken. Ah ja. Warte mal. Irgendwas ist doch da im Busch, Alter. Also Gunnar hat nichts davon. Stimmt, natürlich hat er nichts davon, denn er ist der einzige Mensch, der sich für alle anderen Mitmenschen aufopfert. Er erzählt zwar immer, wie man aus jeder Situation viel Geld machen kann, aber bei seinem Buch, dann macht er mal eine Ausnahme. Das ist wirklich, es ist so ein Ehrenmann, das ist unfassbar. Ich persönlich bin wirklich ein sehr großer Gunnar Kessler-Fan. Seine Werbungen inspirieren mich wirklich Tag für Tag und ich hoffe, er haut auch noch ein weiteres Buch völlig kostenlos für uns raus, weil er so ein gütiger Mensch ist. Gott sei Dank dürfen wir Gunnar aber nicht nur auf YouTube begutachten und ihn als Bereicherung für uns sehen. Nein, er hat sogar noch einen Twitter- und Instagram-Account und dort postet er auch extrem motivierende Sprüche, die wirklich zum Nachdenken anregen und man fühlt sich danach auch einfach schlauer. So schrieb er folgende Tweets, die er auch auf Instagram postete. Verstehe, 2021 waren die Ungeimpften der Staatsfeind Nummer 1. 2022 werden es die Geduschten sein. Ein Like? Hat Gunnar Kessler seinen eigenen Tweet geliked? Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Autsch. Wir leben in einem Land, in dem sich Kinder nicht mehr als Indianer verkleiden dürfen, weil... Oh Gott, Gunnar. Oh nein. Herr Bundeskanzler, was macht es mit Ihnen, wenn ich diesen Federschmuck trage? Das rassistisch ist. Und gleichzeitig bauen wir extra Toiletten für Männer in Frauenklamotten, weil das tolerant ist. Was genau sagt dir das über die Intelligenz der Menschheit hier? Was zur Hölle hat denn Inklusion und bewusste Anpassung der Lebensstandards mit Intelligenz zu tun? Wo ist denn da die Verbindung? Was hat denn eine Frauentoilette mit Intelligenz zu tun? Hä? Was? Ich verstehe nicht. Naja, dein Post sagt einiges über deine Hirnkapazität aus. Das Einzige, was dich unglücklich machen kann, sind deine Gedanken. Ändere sie. Kein Like. Danke, Gunnar. Wirklich, durch dich ist nämlich jetzt die Depressionsrate auf 0% gesunken. Das ist so ein Ehrenmann. Wenn alles gegen dich zu sein scheint, denk daran, dass ein Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit Rückenwind. Bruder, halbe Wandkalender. Danke, Gunnar, wirklich. Was wären wir nur ohne dich? Ich schöpfe wirklich jeden Tag Kraft durch deine motivierenden und hochkomplexen Sprüche, die nur Leute mit über 150er IQ verstehen. Ich möchte jetzt einfach mal im Namen aller Menschen da... Aber wie verdient Gunnar denn Geld? ...draußen sprechen. Wenn es nur noch Gunnars gäbe, dann wäre die Welt definitiv ein besserer Ort. Und warum verschenkt er seine trotteligen Bücher? Denn er lehrt uns stets, wie hilfreich sein Buch ist und dass man einfach mehr Geld braucht, um der Inflation entgegenzuwirken. Ich bin dem wirklich sehr dankbar.
und freue mich deshalb umso mehr auf die nächsten 5 Millionen Werbeanzeigen, die ich die nächsten Monate anschauen werde. Wenn ihr, by the way, mehr über ihn wissen wollt, dann checkt mein letztes Video zu ihm ab, das lohnt sich definitiv. Da habe ich Gunnar nämlich noch etwas genauer analysiert. Okay, haben wir's? Cool. Schauen die immer noch zu? Ich weiß, viele mögen lesen nicht und haben keine Zeit. Wenn du den Link in den Button klickst unter diesem Video, kannst du zwischen dem richtigen Buch, dem Hörbuch oder im E-Book wählen. Und das Hörbuch kannst du zum Beispiel nebenbei hören, das kostet dich keine Zeit. Und das Beste ist, ich teile mein Wissen gern offen. Daher geht das Buch auf mich, ich schenke es dir. Ich bitte dich lediglich, dich an den Versand- und Verpackungskosten zu beteiligen. Offensichtlich haben diese Anfälle eine Veränderung in seinem Gehirn ausgelöst. Yeah, okay, tschüss. Warte mal, er verschenkt das Buch, aber er möchte, dass du Versand- und Verpackungskosten bezahlst. Und wie hoch sind die Verpackungskosten? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, mir hat hier so ein bisschen die Schlussfolgerung gefehlt tatsächlich. Also, mir fehlte jetzt hier gerade, warum zur Hölle er sein Buch so verlinkt und verschenkt. Anscheinend sind die Lagerkosten zu hoch. Also, dass das extra gedruckt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das auf Amazon versandt wird, dann wird das da einfach vorrätig sein. Ich verstehe nur nicht, warum jemand wie Gunnar Kaiser ein Buch verschenken sollte. Bei Amazon ist es günstiger, den Kram aus dem Lager verschenken, als ihn verschrotten zu lassen. Weil er rich ist. Okay. Also er wirkt jetzt auf mich, vielleicht ist, er kann sein, dass er reich ist, aber er wirkt jetzt auf mich nicht so, als wäre er gut reich. Er wirkt eher für mich, als wäre er so Multilevel-Marketing-reich. Wenn du verstehst, was ich meine. Und das ist nicht gut reich. Das ist ausbeutungsreich.